Hause in Kassel kennt kaum einer den Namen von Meryem Üzerli. In der Türkei kennt jeder Friseur den Farbton ihrer rotblonden Mähne, denn alles, was sie heute trägt, ist morgen Trend. Die Deutsch-Türkin ist der Star einer Fernsehserie, die Einschaltquoten wie ein WM-Finale hat. Die ganze Geschichte ist heute ein orientalisches Märchen vom armen Mädchen, das weit weggehen musste, um sein Glück zu finden. Düzin Tekal erzählt es Ihnen. Es sind Momentaufnahmen. Kurze Ausschnitte aus allen Ecken der Welt. Festgehalten in unzähligen Videos im Internet. Einige Clips schockieren. Andere bringen uns zum Lachen. Manche Videos sorgen für große gesellschaftliche Diskussionen. Welche Geschichten stecken dahinter und welche Konsequenzen haben sie? Wir begeben uns auf Spurensuche. Extra, die ganze Geschichte. Über diese junge Frau aus diesem Video spricht zurzeit die ganze Türkei. Und wer das Pech hat, im Ausland zu leben, guckt sie sich bei YouTube an. Sie ziert die Cover der internationalen Modemagazine und ist der neue Megastar am türkischen Serienhimmel. Viele Frauen wollen sogar aussehen wie die Serienfigur Hürrem Sultan. Nach dieser Serie habe ich meine Haare rot färben lassen und bin sofort zum Friseur gerannt und habe gesagt, ich möchte dieselbe Haarfarbe wie Hürrem Sultan. Und so sehe ich jetzt aus. Was sie anzieht, was sie an Schmuck trägt und ihre Haarfarbe sind bei den jungen Mädels hoch im Trend. Es ist kein Zufall, sondern Ergebnis des Star-Kults, das einem die mutige Koloration der Hauptdarstellerin auf Istanbuls Straßen ständig entgegenkommt. Junge Türkinnen bestellen beim Friseur das Hürrem-Rot. Wer nicht so aussehen will, will wenigstens so riechen. Das Parfum zur Serie ist ein Renner. Requisiten wie ihr Verlobungsring kommen als Massenware auf die Basare. Ein Riesengeschäft für die Händler. Seit Beginn der Serie sind auch diese Ringe auf dem Markt. Allein im Grand Bazar verkaufen wir 1000 dieser Ringe täglich. Ich gucke die Serie natürlich auch und verpasse keine einzige Folge. Ich weiß alles darüber. Doch dass der Star die Aussprache mühsam üben muss, wissen die wenigsten. Sultan Süleyman! Denn die Hauptdarstellerin kommt aus Kassel. Dass es jetzt so ein Riesenhype um mich als Person und um die Serie gibt, das ist manchmal ein bisschen irreal. Ich sehe dann auch Bilder von mir in der Zeitung und denke so, das ist einfach, das ist ja jemand ganz anderes. Berühmt geworden ist Meryem Üzerli durch die historische Fernsehserie Muhteşem Yüzyıl. Sie handelt vom Leben des Sultans Süleyman, der im 16. Jahrhundert das Osmanische Reich regierte. Die 27-Jährige spielt darin eine Haremsklavin, die zur Ehefrau des Sultans aufsteigt. Entstanden ist eine saftige Soap mit viel Herzschmerz und Drama. Aber die Serie löste auch einen Skandal aus, der die Nation spaltet. Denn solche für unsere Verhältnisse eher kitschig harmlosen Szenen, in denen ein Sultan von mehreren Frauen umschwärmt und umtanzt wird, haben in der Türkei einen Volksaufstand ausgelöst. Bis zum Erdbeben in Japan wurden die türkischen Medien nur von einer Frage beherrscht. Wie weit darf eine Fernsehserie gehen, die vor der Kulisse der osmanischen Geschichte spielt? Wir wollen wissen, was hinter der Serie steckt, die wirklich niemandem egal ist. Entweder man liebt oder man hasst sie und demonstriert dagegen. Und wie geht die junge Frau mit dem Hype und auch dem Hass um, den ihre Rolle in der Serie auslöst? Fakt ist, mit Einschaltquoten von über 60% und 20 Millionen Zuschauern erreicht sie jede Woche Werte wie ein WM-Finale. Wir fliegen nach Istanbul, denn hier wird die Serie gedreht. In der 20-Millionen-Stadt boomt die Serienproduktion. 8 verschiedene laufen täglich auf 4 Sendern. Die Türken lieben Fortsetzungsgeschichten. Als erstes Kamerateam dürfen wir hinter die Kulissen der zurzeit erfolgreichsten Produktion blicken. Gedreht wird 15 Kilometer vom Stadtkern entfernt in einem unscheinbaren Studio. Für Meryem Üzerli aus Kassel ist die Rolle als Haremsklavin der große Durchbruch. Dafür muss sie nun weit weg von zu Hause leben. Viel Zeit für Heimweh bleibt ihr nicht, denn Starsein in der Türkei ist ein Knochenjob. Wir treffen sie am Set.
man sich das vorstellen? Seit wann arbeiten Sie jetzt heute? Also seit um 6:45 wurde ich abgeholt. Und dann war ich um 8 so in der Maske. Dann halt Haare, Kostüm und so weiter. Also ja, es sind meistens so zwischen 12 und 18 Stunden Tage. Genau. Und anschließend fällt man wahrscheinlich nur noch müde ins Bett, oder wie kann man sich das vorstellen? Also nur noch müde ins Bett fallen, das ist leider nicht erlaubt, weil dann muss ich auch erstmal Text lernen. Ist ja alles auf Türkisch. Und noch bin ich da nicht so gut drin, ne? Deswegen. Bis letztes Jahr schlug sie sich in Deutschland mit Nebenrollen durch. Die 27-Jährige ist in Kassel geboren und aufgewachsen. Ihr Vater kommt aus der Türkei. Ihre deutsche Mutter ist ebenfalls Schauspielerin. Meryem spricht kaum Türkisch, doch genau deswegen wurde sie aus 20.000 Bewerbern ausgewählt. Sie spielt nämlich eine Haremsdame aus der Ukraine, die ebenfalls nur gebrochen Türkisch spricht. Nach 2 Jahren Suche gab ein Freund aus Deutschland den Regisseuren den Tipp, es mal mit Meryem zu versuchen. Sie dreht 17 Stunden täglich, deshalb müssen wir jede Chance zum Interview nutzen. Wie schwierig ist das denn? Sie haben das ja gerade beschrieben mit dem Deutsch und Türkisch. Genau. Wie ist das? Also, ich lerne es wie so ein Gedicht halt auswendig. Also, dass ich halt einen Satz... Leider werden wir unterbrochen. Stars haben hier am Set keine Zeit zum Plaudern. Auf dem Gang laufen wir der zweiten Hauptdarstellerin der Serie über den Weg. Selma kommt aus Dortmund. Die ehemalige Medizinstudentin kam als Praktikantin in die Türkei und stieg auf zur Serienheldin. Ich spiele die Hatice Sultan, das ist die Schwester vom Süleyman. Mhm. Und die verliebt sich in den Ibrahim Pascha. Wir kriegen das nicht so mit, dass das jetzt so ein Mega-Event ist, weil wir ja 6 Tage die Woche hier sind und wir sind halt kaum draußen. Aber wenn wir mal rausgehen, dann ist natürlich sehr viel los. Also letztens war ich zufälligerweise mal irgendwo, wo ganz viele Menschen waren und dann musste ich dann 2 Stunden nonstop Fotos machen. Der Riesenerfolg hier in der Türkei ist für die gebürtige Dortmunderin immer noch unfassbar. Sie bereut nicht, dass sie ihr Medizinstudium in Deutschland gegen eine Schauspielkarriere in der Türkei ausgetauscht hat. Es wird unglaublich viel angeguckt und die Türken gucken mehr Serien als Spielfilme, als irgendwas anderes. Deswegen ist es halt sehr in die Kultur integriert. Mittwochabend um 20 Uhr sind die Straßen leergefegt, denn da läuft die Erfolgsserie Muhteşem Yüzyıl. Der echte Fan steht auf Public Viewing und das war's dann auch schon mit den Klischees. Die Serie erreicht Akademiker wie Arbeiter und alle haben sie was gemeinsam. Also nach der Arbeit treffen wir uns dann um 8 Uhr hier und wir gucken uns das halt gemeinsam an. Und dann macht es auch mehr Spaß, weil man auch darüber diskutieren kann während der Werbung. Und dann sagen kann, oh, guck mal, und der Schmuck ist so schön oder das war halt damals so. Ich denke mir schon manchmal, das ist echt, versetze mich direkt in die Lage, als ob ich jetzt im Osmanischen Reich leben würde. Das ist schon krass. Genau das ist das Problem. Die Grenzen zwischen erfunden und echt verschwimmen. Man guckt zusammen, damit jede Kleinigkeit gleich danach ausdiskutiert werden kann. In der Türkei nimmt man die fiktive Handlung so ernst wie bei uns einen umstrittenen Elfmeter. Das bekommen leider auch die Darsteller zu spüren. Ein Sultan, der von leicht bekleideten Haremsdamen umgarnt wird, trinkt, liebt und knutscht. Von den Konservativen wurde das zum TV-Skandal hochgepeitscht. Bei der Medienaufsicht gingen über 90.000 einzelne Beschwerden ein. Es kam zu einem Volksaufstand. Zunächst vergriffen sich die Demonstranten nur an den Werbeplakaten. Wenn diese Serie weitergeht und ihr das nicht ernst nehmt, dann zerstören wir alle Fernsehantennen dieses Landes. Wacht auf und schützt eure osmanische Geschichte und Vorfahren. Im Laufe des Streits musste auch die deutsche Hauptdarstellerin um ihr Leben fürchten. Ich hatte Angst, absolut, weil ich die Situation nicht einschätzen konnte. Ich habe mich teilweise auch wirklich schon im Flugzeug wieder zurück nach Deutschland gesehen, weil ich dachte, dass... artet hier gerade aus. Und auch ihre Kollegin aus Dortmund war schockiert. Da gab es ja Reaktionen, da kann man schon mal fast von Hass sprechen. Wie kann es eine harmlose Liebesgeschichte zum nationalen TV-Skandal schaffen? Das ist typisch für die Türkei, glaubt der Medienexperte Ahmet Anil Özbeyen.
Der Serie wird letztendlich vorgeworfen, dass sie eventuell einige historische Begebenheiten falsch darstellen, dass die Themen, die da drin behandelt wurden, ob es jetzt viel Weiberei, ob es jetzt Alkohol zu Beginn der Serie war, eine riesen Protestwelle ausgelöst hat, dass sich selbst der Ministerpräsident im Nachhinein noch eingeschaltet hat. Miriam wohnt seit Monaten in einem Hotel. Dort sind wir mit ihr verabredet. Nach den üblichen Fiesematenten können wir mit Miriam aus Kassel ein ungestörtes Gespräch führen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade mal 4 Wochen hier, 3 Wochen, 4 Wochen. Und dann ging es richtig los mit diesen Aufständen und dass wir auch richtig angegriffen wurden und wo sich dann so viele religiöse, politische Themen miteinander vermischt haben. Und ich habe dann gemerkt, dass viele Leute, die auch hier schon lange leben, auch Angst haben. Das hat mich dann auch verunsichert, weil dann dachte ich, okay, dann hat das natürlich auch Hand und Fuß, dann muss man sich wirklich Sorgen machen. Sogar dem Hauptdarsteller, ein Vollprofi, jagten die Eiferer Angst ein. Halit Erginç ist in der Türkei so etwas wie Götz George und Mario Adorf in einer Person. Er spielt den lebensfrohen Sultan Süleyman. Entsprechend heftige Aggressionen bekam er ab, weil er es wagte, den Volkshelden als Mann mit menschlichen Gelüsten zu interpretieren. Wir wollten natürlich, dass es erfolgreich wird und waren auch davon überzeugt. Aber dass das so groß wird, damit hatten wir nicht gerechnet. Wir haben vor allem nicht damit gerechnet, dass die Serie so sehr kritisiert wird und wir so auseinandergenommen werden. Regie führen die Brüder Yağmur und Durol Taylon. Sie wollten bewusst kein historisch korrektes Schulfernsehen drehen, sondern eine unterhaltsame Soap mit viel Herzschmerz und Drama. Sie hätten nie gedacht, dass es auch für sie selbst dramatisch werden könnte. Wie beunruhigt waren Sie? Hatten Sie Angst? Wir hatten Angst. Wir hatten Polizeischutz am Set. Wir wurden bedroht, insbesondere bei den Außendrehs. Aber man darf in unserem Bereich keine Angst haben. Im Gegenteil, das erschwert die Arbeit. Wir müssen angstfrei an unseren Beruf gehen, sonst können wir es gleich lassen. Wenn du Angst bekommst, fängst du an rumzuspinnen. Für die selbstbewusste Hauptdarstellerin aus Deutschland ist die Situation ungewohnt. Sie muss mit Einschränkungen umgehen, die man fast schon als goldenen Käfig bezeichnen könnte. Somit kann ich mich hier auch nicht so frei bewegen, abgesehen davon, dass ich jetzt Schauspielerin bin und dass mich hier viele Menschen kennen, ich mich auch aus dem Grund nicht frei bewegen kann, so unbedingt, wie ich das immer möchte. Es ist schon so, dass ich Leute um mich herum habe, die natürlich auch mich aufpassen. Ihre Kollegin Selma ist nicht so diplomatisch. Sie ist genervt von dem Theater um ein bisschen nackte Haut und einen Kuss. Fernsehserie und dass die sich da sowas von reinsteigern können. Aber bei Sachen, wo man wirklich auf die Straße gehen sollte, bei politischen Sachen, bei Menschenrechten, wenn Tiere misshandelt werden oder es gibt ja so viele Sachen, wo man wirklich auf die Barrikaden gehen müsste, wo man wirklich demonstrieren müsste, da sind sie irgendwie alle nicht dabei. Da hocken die irgendwie dann zu Hause. Aber bei einer Fernsehserie können sie schön demonstrieren gehen. Das fand ich total absurd. Das ist eine typisch deutsche Haltung und darauf ist die junge Frau aus Dortmund stolz. Ja, ich glaube, das Gute ist, dass Miriam und ich auch, weil wir beide deutsche Mütter haben und auch in Deutschland aufgewachsen sind, wir haben, glaube ich, ein bisschen nüchternere Einstellung zu dem Ganzen. Miriam ist trotz der Anfeindungen und ihrer Sprachprobleme angekommen in der Heimat ihres Vaters, die mit der Zeit auch ihre zu werden beginnt. Also mein Traum wäre es eigentlich, zur Hälfte in Berlin, zur Hälfte in Istanbul, zur Hälfte in Deutschland, zur Hälfte in der Türkei zu leben. Also eigentlich das, was mein Blut so vereint, ja, auch ländertechnisch zu vereinbaren. Das wird noch eine Weile reines Wunschdenken bleiben. Denn solange die Serie so gut läuft, muss sie nonstop als Haremsdame um den Sultan tanzen. Ihn hin und wieder verführen und damit jeden Mittwoch 20 Millionen Türkinnen und Türken dahinschmelzen lassen.